A2.4. Das Maß des Winkels S3C3M beträgt 72 Grad. Ermitteln Sie rechnerisch den zügigen Wert für x. Tragen wir erstmal den Winkel ein, wenn er schon angegeben ist. Also hier sind die 72 Grad zu finden. So, jetzt soll man ermitteln, für welches x das der Fall ist. Ja, wir wissen ja, der Punkt C wird nach links geschoben und der Punkt S wird nach oben geschoben. Und dann müssen wir jetzt herausfinden, für welches x. Um das zu schaffen, suchen wir uns am besten jetzt wieder irgendein Dreieck, das einerseits mit den 72 Grad zu tun hat, andererseits auch irgendwie mit dem x. Und da bietet sich natürlich dieses Dreieck MCNSN an. Warum? Einmal liegen die 72 Grad drin. Hier haben wir einen rechten Winkel drin. Die Strecke MCN haben wir schon in der folgenden Aufgabe 2.3 gebraucht für das Volumen. Die ist uns also schon in Abhängigkeit von x bekannt. Und die Strecke MSN, gleicher Fall, haben wir vorhin auch schon gebraucht. War die Höhe der Pyramide, kennen wir also auch schon. Das bedeutet also, wenn wir hier den Winkel haben, rechtwinkliges Dreieck, das heißt Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras funktionieren. Vom Winkel aus gesehen ist die blaue Seite die Strecke MSN, also die Gegenkathete, und unten die MCN Ankathete. Dann müssen wir noch nachschauen, welche dieser Sätze funktioniert mit Gegenkathete und Ankathete, und dann finden wir den Tangens. Also folgt Tangens von 72 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete war die Strecke MSN, Ankathete war MCN. Setzen wir ein. Tangens von 72, den können wir eigentlich gleich ausrechnen. Dann schreiben wir ein bisschen weniger. Sind 3,08 ist gleich MSN waren 6 plus x. Und MC waren 8 minus 2x. Das kann man jetzt entweder im Solver lösen oder wir gehen über die Umformung. Das heißt, das x muss am Schluss irgendwie alleine stehen. Zuerst müssen wir den Nenner wegkriegen. Das heißt, ich multipliziere mit dem Nenner hier unten. Vielleicht erst noch schnell die Definitionsmenge überprüfen, weil wir haben eine Bruchgleichung. Das heißt, wir dürfen alle Zahlen nehmen außer die 4. Weil wenn ich 4 einsetzen würde, würde es heißen 8 minus 2 mal 4, 8 minus 8 und das ist 0 und ich darf nie im Nenner 0 haben. Also 4 darf nie rauskommen, ist aber sowieso nicht der Fall, haben wir oben ja schon ausgeschlossen, 2.2 war es glaube, wo es heißt, dass x zwischen 0 und 4 liegen muss. So, zurück zur Aufgabe. Ich multipliziere mit dem Nenner durch. Das bedeutet, der Nenner, ursprüngliche Nenner wandert jetzt auf die andere Seite rüber. Ja, also im Prinzip einfach hier so über Kreuz multiplizieren, sind es 8 minus 2x mal 3,08 ist gleich 6 plus x. Klammer auflösen. 8 mal 3,08 sind 24,64 minus und 2x mal 3,08 sind 6,16x ist gleich 6 plus x. Jetzt zwei Schritte mache ich gleich auf einmal. Einmal ich bringe die 24,64 nach rechts rüber und das plus x nach links. Also minus 24,64 und minus x folgt daraus. Minus x minus 6,1x ist gleich 6 minus 24,64. So, zusammenfassend, minus x minus 6,1x sind minus 7,16x und 6 minus 24,64 sind minus 18,64. Dann muss ich noch durch minus 7,16 teilen, also durch den Faktor, der vorm x steht. Und dann folgt daraus für x ein Wert von 2,60. Also für x gleich 2,60 haben wir den Fall, dass der Winkel hier 72 Grad beträgt.